Die Welt versinkt im Plastik. Die Hersteller geben vor, dass Recycling die Lösung sei. Wir haben ein Jahr lang recherchiert, was wirklich mit Verpackungsmüll passiert. Es sind internationale kriminelle Netzwerke, die Plastikmüll schmuggeln. Wenn es ein Problem mit dem Material gibt, wird einem die Lizenz entzogen. Sehr riskant. Wenn man in dieser Branche arbeiten will, muss man Leute bestechen. An Plastikmüll wird gut verdient. Wir konfrontieren die Konzerne, die mit teuren PR-Kampagnen vertuschen wollen. Können Sie bitte die Kamera ausmachen? Dieser Film enthüllt, warum das, was uns über das Recycling von Kunststoffen erzählt wird, eine Lüge ist. Wenn dieser Baum sprechen könnte, würde er sicher weinen. Bei Flut verheddert sich der Müll an diesen Stränden in den Mangrovenbäumen. Der Baum braucht diese Wurzeln, um zu atmen. Das kann er jetzt nicht, weil sie vom Plastikmüll bedeckt sind. Nina ist 15, Umweltaktivistin und Teil einer wachsenden Bewegung. Ob Kunstinstallation, TED-Talk, Twitter, Facebook oder Fernsehen, ihre Botschaft ist klar. Die Konzerne müssen weniger Plastik produzieren. Guten Morgen. Hallo, du bist so süß. Nina will die Konzerne zur Rechenschaft ziehen. Sie fordert, dass die Industrie ihre Heimat nicht länger mit Müll überschwemmt. Die Plastikkrise zerstört meine Zukunft. Hallo, teman-teman semuanya, perkenalkan. Do you know what will happen? Wissen Sie, was mit Ihrem Müll passiert, nachdem Sie ihn in die Recyclingtonne werfen? Sie wissen es nicht? Für Nina ist klar, wer die Täter sind. Denn sie hinterlassen ihre Spuren am Tatort. Hier, ich habe eine Verpackung von Nestle gefunden. Danko. Nestle ist eine der Marken, die ich am meisten finde. Hier, Molto. Molto ist von Unilever. Molto ist das meistverkaufte Flüssigwaschmittel. Hier ist noch was. Im Moment machen wir eine Markenanalyse. Wir sortieren den Müll und klassifizieren nach Marken. Es handelt sich um internationale Hersteller wie Unilever, Nestle und Procter & Gamble. Für die Hersteller dieser Produkte sind solche Kampagnen gefährlich fürs Geschäft. Daher halten sie dagegen. Plastikmüll, der in der Umwelt bleibt, stellt uns vor eine globale Herausforderung. Plastik an sich ist nicht das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Die großen Konzerne investieren in aufwendige Kampagnen, in denen sie zwar zugeben, dass es ein Plastikmüllproblem gibt, allerdings haben sie auch gleich eine Lösung parat: Recycling.
Nestle hat sich offiziell verpflichtet, bis 2025 100% aller Verpackungen wiederverwertbar zu machen. Und weil uns das nicht genug ist, wollen wir noch weitergehen. Wir sind auf dem Weg in eine bessere Zukunft mit besseren Verpackungen und besseren Recyclingmöglichkeiten. Und das tun wir für dich und alle zukünftigen Generationen. Wir bei Unilever überdenken, wie wir Plastik in unseren Verpackungen verwenden. Bitte helft uns, den Kreis zu schließen und lasst uns unseren blauen Planeten wieder blau machen. Das Zauberwort heißt Kreislaufwirtschaft. Plastik soll immer wieder neu verwendet werden. Doch was ist von diesen grünen Sprüchen zu halten? Jandell ist eine Industrie-Insiderin. Bis vor kurzem beriet sie Firmen wie den Sportartikelkonzern Nike, den amerikanischen Ölmulti Chevron und den Spielzeughersteller Mattel in Sachen Nachhaltigkeit. Schließlich gab sie ihren gut bezahlten Job auf, um eine NGO zu gründen und gegen das Märchen vom guten Recycling zu kämpfen. Ich regte mich über all diese Plastikverschmutzung auf. Also fing ich an, mit den Konzernen zu sprechen. Hey, schaut mal, da steht euer Name drauf. Wir müssen etwas dagegen tun. Und sie sagten, oh, wir recyceln das. Ich sagte, nein, so viel Recycling gibt's nicht. Oh, keine Sorge, wir versprechen, dass wir es in Zukunft recyceln werden. Und darum entschied ich mich, mehr darüber herauszufinden. Man verspricht uns eine Kreislaufwirtschaft. Was dachten Sie, als Sie das zum ersten Mal hörten? Als ich das zum ersten Mal hörte, konnte ich nur den Kopf schütteln. Die Kreislaufwirtschaft von Plastik ist eine große Farce, die von der Plastikindustrie und den Verpackungsherstellern vorangetrieben wird, damit sie immer mehr Einwegverpackungen in die Welt bringen können. Warum? Weil sie damit Milliarden über Milliarden Dollar Umsatz machen. Es wird nicht funktionieren. Plastik ist nicht recycelbar wie Papier oder Metall. Kurz gesagt, in einem Labor kann man alles recyceln. Aber draußen in der echten Welt sind die Kosten dafür absolut astronomisch. All diese Plastikverpackungen rauszuziehen, zu trennen, Prozesse zu entwickeln, um es dann in hochqualitatives neues Material zu verwandeln, die Kosten dafür sind absolut astronomisch und werden niemals gering sein. Praktisch, billig, leicht. Plastik ist das ideale Verpackungsmaterial. Aber einmal benutzt, wird Plastik zu einem teuren Entsorgungsproblem. Allein in Deutschland fallen fast 6 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr an. Um das Sammeln, Sortieren und Wiederaufbereiten dieser riesigen Müllmenge bezahlen zu können, hat man sich in Deutschland vor 30 Jahren ein raffiniertes System ausgedacht. Bis Anfang der 90er Jahre landeten fast alle Plastikverpackungen auf der Müllkippe. Das war billig, aber die Deponien füllten sich schnell. Also beschloss die deutsche Regierung, dass Plastik recycelt werden sollte. Und die Unternehmen, die es produzierten, sollten dafür bezahlen. Eine revolutionäre Idee. Eine neue Farbe hat Einzug gehalten in den grauen Supermarktalltag, der grüne Punkt. Verschiedenste Produkte sind mit einem geheimnisvollen Zeichen versehen. Ihr könnt mir vorstellen, dass das was mit der Umwelt zu tun hat. Die Umwelt muss man ja was tun, ne? Der grüne Punkt verspricht Recycling. Zauberwort Recycling. Denn ob Faltschachtel, Konservendose oder Kunststoffflasche, viele Verpackungen werden bald mit einem ähnlichen Punkt versehen sein. Der grüne Punkt bedeutet bis heute, dass jede Firma, die ein Produkt auf den Markt bringen will, fürs Recycling bezahlen muss. Mit einer Gebühr für jede Verpackung.
Letztendlich werden die Kosten dann auf die Verbraucher abgewälzt. Und sie sind auch dafür verantwortlich, den Müll zu trennen. Das wichtigste Glied in der Recyclingkette sind und bleiben also immer noch die. Also sammeln die Deutschen wie die Weltmeister. Denn nur so können leere Verpackungen wieder in ihren Rohstoffkreislauf gelangen. Dafür wird uns auch etwas versprochen. Der grüne Punkt. Mit diesem Label soll nun alles besser werden. Aus unseren alten Verpackungen sollen wieder neue werden. Damals wurde die Idee einer Kreislaufwirtschaft für Plastikverpackungen geboren. 30 Jahre später ist aus der Idee eine ganze Industrie geworden. Die Recyclingbranche in Deutschland macht Milliarden Umsätze pro Jahr. Und wir Deutschen sind dank jahrelangem Training heute Meister im Mülltrennen. Dies ist eine der größten Sortieranlagen Deutschlands. Ein millionenschweres Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst, das all die verschiedenen Kunststoffsorten trennt und sortiert. Unsere erste Siebtrommel. Wir haben vier Stück davon. Und man sieht hier die verschiedenen großen Löcher. Durch die Drehbewegung wird in verschiedene Größen sortiert. Das Material, das hier vorne rüberfällt, geht wieder nach vorne, wird nachzerkleinert und geht dann direkt in die nächste Siebtrommel. Der Müll durchläuft 20 Stationen, in denen Hunderte von Computern, Sensoren und Druckluftdüsen das tun, was die Verbraucher nicht schaffen. Sie trennen die Kunststoffverpackungen zuverlässig nach Größe, Form und chemischer Beschaffenheit. Ja, der Rechner gibt am Scheitelpunkt einen Druckluftstoß und schießt das Produkt, das wir haben wollen, positiv auf die andere Seite. Und der Rest fällt runter und geht zur nächsten Sortierstation. Hier ist dann die Nachsortierung. Die Kollegen sortieren dann hier händisch Sachen aus, die mitgerissen worden sind, um die Produktspezifikation einzuhalten. Handsortierer haben wir, ich glaube, 11 pro Schicht. Die Kollegen wechseln die Positionen, damit es nicht zu eintönig wird. Aber der ja mal eine Schicht lang versucht hat, mitzusortieren, der weiß genau, was er gemacht hat. Ist halt keine Schokoladenfabrik. Am Ende haben wir halt 14 Fraktionen unterschiedliche Kunststoffe, aber auch Tetrapacks oder Weißblech. Ja, dann die Fraktion Polyethylen. Riecht herrlich, weil es zu großen Teilen aus Spülmittel- und Cremeverpackungen besteht. Lässt sich recyceln, Nachfrage ist groß, wir bekommen anständiges Geld dafür. Schöne Sache. Schön bunt. Auf den ersten Blick sieht das nach einem funktionierenden System aus.
Doch die Shampooflaschen sind mit die einzigen auf dem Hof, die eine Chance haben, als neue Verpackung wiedergeboren zu werden. Denn laut einer industrieeigenen Studie werden nur rund 5% des Plastikmülls aus dem gelben Sack wieder zu neuem Material. Lebensmittelhersteller können aufgrund geltender Bestimmungen ihre Ware nicht in recyceltes Plastik stecken. Dieses sogenannte Rezyklat ist dann doch zu schmutzig, zu minderwertig. Daher werden Chipstüten, Joghurtbecher und Gemüseschalen fast ausschließlich aus sauberem Neuplastik, Virginem-Material, hergestellt. Ein riesiger Markt, sagt der Reuters-Journalist Joe Brock. Kunststoff wird aus Öl und Gas hergestellt. Billiges Öl heißt billiges Plastik. Wenn Sie ein Recycler sind, können Sie damit nicht konkurrieren, denn Sie haben ein minderwertiges Produkt, das teuer ist. Wem wollen Sie das verkaufen? Nehmen wir an, Sie sind Nestle, Unilever, Coca-Cola oder Pepsi. Entscheiden Sie sich für ein schlechteres Produkt, das mehr kostet? Oder entscheiden Sie sich für billiges Neumaterial, das direkt aus der Produktion kommt? Die Kunststoffproduktion ist ein wichtiges Geschäftsfeld für die Öl- und Chemieindustrie. Fabriken wie diese werfen jährlich 400 Millionen Tonnen an Neuplastik auf den Markt, Tendenz steigend. Es gibt Schätzungen von 400 Milliarden Dollar, die in neue Kapazitäten für Kunststofffabriken auf der ganzen Welt fließen. In den nächsten 10 Jahren wird Kunststoff das wichtigste Produkt für die Ölindustrie sein. Bis 2050 werden 20% des gesamten Öls für die Herstellung von Kunststoff verwendet werden. Wenn wir nicht ernsthaft gegensteuern, wird sich die Plastikverschmutzung in diesem Zeitraum vervierfachen. Auf dem Weltmarkt haben verdreckte Plastikverpackungen keine Chance gegen sauberes, billiges Neuplastik. Man fragt sich, was mit all dem Müll aus den Sortieranlagen wirklich passiert. Denn häufig sind Plastikverpackungen weniger wert als nichts. Sie bestehen aus mehreren hauchdünnen Schichten, die sich nicht trennen und recyceln lassen. Müllverwerter werden sogar dafür bezahlt, dass sie das Material überhaupt annehmen und weiterverarbeiten. Einer davon ist Sascha Schuh. Er ist schon seit Beginn des Grünen Punkts in der Branche tätig. Aber 30 Jahre Erfahrung im Müllgeschäft und eine Insolvenz haben ihn desillusioniert. In meiner Studienzeit war ich manchmal noch Bademeister. Und dieses Freibad war häufig unglaublich kalt. Und dann kam ein Gast zu mir und sagte, Entschuldigung, Sie haben geschrieben, dass Sie ein beheizbares Freibad haben. Ich sag, ja, Sie haben völlig recht. Das Freibad ist beheizbar. Wir haben uns aber dagegen entschieden, das zu beheizen. Und das ist genau das Gleiche wie mit recycelbar. Es ist die Möglichkeit da, dass es recycelt werden kann. Aber es bedeutet nicht, dass es tatsächlich recycelt wird. Was Sascha Schuhs Recyclingbetrieb macht, ist eigentlich Downcycling. Seine Idee? Wenn man aus alten Verpackungen keine neuen machen kann, dann macht man eben etwas anderes, minderwertigeres daraus. In diesem Fall Eisenbahnschwellen. Eine Schwelle wiegt 75 Kilo. Das sind im Endeffekt die alle gemischten Käseverpackungen mit Joghurtbechern zusammen und vielleicht im Trinkpäckchen, was aus Polyethylen ist. Und das ist jetzt hier in diesen Schwellen drin. Es sind halt nicht die Mengen, um das gesamte Mischkunststoffproblem in Deutschland, um dem Herr zu werden. Warum kann man jetzt nicht aus den ganzen Verpackungen dann eine neue Verpackung machen? Sie meinen aus den Mischkunststoffverpackungen, weil es Mischkunststoffe sind. Und Sie können halt nicht mal ganz brutal sagen, aus Scheiße Gold machen. Es funktioniert einfach nicht. Es ist der letzte Dreck, der irgendwo zusammengesortiert wurde. Die unterschiedlichsten Arten von Kunststoffen. Außerdem, im Endeffekt stinkt das Zeug. So clever die Idee der Plastikschwellen auch sein mag, profitabel ist sie nicht. Schuhs Firma könnte nicht ohne die Zuschüsse aus den Verpackungsgebühren auskommen.
Ich habe pro Tonne ungefähr 110 Euro gekriegt. Das heißt, ich bekomme Geld vom System oder von der Sortieranlage, dass ich deren Kunststoffe nehme. Wir verarbeiten die Kunststoffe zu Bahnschwellen und verkaufen die Bahnschwellen dann an die Bahngesellschaft. Die Bahngesellschaft zahlt uns. Dann haben Sie ja zweimal Geld bekommen. Genau. Wir haben zweimal Geld bekommen. Allerdings ist der Produktionsprozess insgesamt so teuer, dass wir nicht nur mit dem Geld von der Bahngesellschaft das Ganze dann auch finanzieren könnten. Hochsubventionierte Eisenbahnschwellen aus Verpackungsmüll. Eine Kreislaufwirtschaft ist das nicht. Downcycling als Recycling. Das kommt der Politik entgegen. Auf diese Weise sehen die Statistiken viel besser aus. 5% echtes Recycling werden so zu rund 45% sogenannter stofflicher Verwertung hochgejubelt. Auch die aktuelle Bundesregierung setzt in ihrer Müllstrategie weiterhin auf Recycling. Das Problembewusstsein wächst, aber gleichzeitig wachsen noch immer die Plastikberge. Und deshalb geht es in Deutschland darum, einerseits Plastikmüll zu reduzieren und andererseits den Rest in hoher Qualität zu recyceln. Erst dann entsteht ein Kreislauf. Im Europaparlament fragt man sich, wie ein Kreislauf entstehen soll, wenn der größte Teil dieses Recyclings eigentlich Downcycling ist. Es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft haben. Hier in Brüssel treffen wir uns mit einem Politik-Insider. Helmut Maurer arbeitet seit 15 Jahren für die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission. Privat hält er Downcycling für Augenwischerei. Das, was die Bürger immer glauben, was Recycling denn eigentlich sei, nämlich der Ersatz virginer Rohstoffe in der Produktion, der findet nur marginal statt. Und das muss uns doch erstaunen, ja? Recycling ist nicht das, was wir glauben. Es ist nicht eine Methode, um virgine Rohstoffe einzusparen. Und wir sprechen im Jahr 2021. Ja, den gelben Sack gibt es seit den 90er Jahren. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, mehr als 7% virginer Materialien in hoher Qualität zu ersetzen durch Recyclate. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Ziele, die wir verfolgt haben, nicht erreicht wurden und auch nicht erreicht werden können. Aber wir alle sind hier aufgewachsen in dem Glauben, dass Recycling die Lösung ist, um der Verpackungsflut Herr zu werden. Mhm. Ja, dieses Narrativ ist uns eingetrichtert worden. Und ich versuche mich seit Jahren dem zu widersetzen und darauf hinzuweisen, dass Recycling unsere Probleme eben nicht löst. Aber ich sehe keine entscheidenden Lösungsansätze. Das ist besorgniserregend. Das meiste Plastik, das im gelben Sack landet, ist noch nicht einmal gut genug für Downcycling. Aber es brennt gut. Die Abfallwirtschaft nennt das energetische Verwertung. In Deuna in Thüringen steht eine von 54 Zementfabriken in Deutschland. Die Zementherstellung braucht viel Energie. Und die Zementwerke haben Kunststoffabfälle als Brennstoff entdeckt. Neben der Zementfabrik steht eine Aufbereitungsanlage. Hier wird der Plastikmüll in einen sogenannten Ersatzbrennstoff verwandelt. Das sind jetzt die geöffneten Ballen, die wir draußen gesehen haben. Also sie haben dann einfach hier so einen Verschmutzungsgrad, dass ein stoffliches Recycling nicht mehr möglich ist. Das ist eine recycelte Flasche, die schon einmal recycelt wurde und jetzt ihr Ende des Daseins dann tatsächlich in der Thermik finden wird. Hier werden Joghurtbecher und Chipstüten zu exakt definierten Flocken zerhackt, die in den Zementofen nebenan geblasen werden.
Und so sieht nachher das fertige Produkt aus, der fertige Brennstoff. Egal wie gut der Ersatzbrennstoff auch sein mag, wert ist er immer noch nichts. Im Gegenteil, der Müllaufbereiter Hoffmann muss das Zementwerk bezahlen, die zerhäckselten Verpackungen zu verheizen. Absurderweise wird für die Zementwerke durch das Plastikmüllproblem ein Traum wahr. Früher mussten sie für ihren Brennstoff bezahlen. Heute bekommen sie für die thermische Verwertung von Kunststoffabfällen Geld aus den Verpackungsgebühren. Müll macht inzwischen rund 70% des Brennstoffs der deutschen Zementproduktion aus. So, und das ist im Grunde genommen die Nabelschnur zwischen der Brennstoffaufbereitung und 450 Meter weiter dann dem Drehrohrofen. Hier drüber wird dann der Brennstoff Richtung Zementwerk gefördert. Klar, einzeln betrachtet ist natürlich so, dass der Abfallerzeuger, also wir Bürger, ein Stück weit dem Zementwerk hier einen Obolus geben, damit er hier seinen Zementklinker verbrennt. Weltweit stößt die Zementindustrie dreimal mehr Treibhausgase aus als der Flugverkehr. Wir wollten die Betreiber des Zementwerks befragen, ob es nicht umweltfreundlichere Alternativen als die Verbrennung von erdölbasiertem Plastikmüll gibt. Aber unsere Nachfragen wurden abgelehnt. Doch es ist nicht nur die Zementindustrie, die auf die klimafeindliche, aber lukrative Müllverbrennung setzt. In Kopenhagen gibt es seit 2017 einen Berg. Auf dem Dach baute der Star-Architekt Bjarke Ingels eine trendige Sportanlage. Hier trifft man sich auf eine Runde Skifahren, auf Plastikrasen und ein Glas Champagner. Verborgen im Inneren des künstlichen Bergs liegt die teuerste und modernste Müllverbrennungsanlage der Welt. Mehr als eine halbe Milliarde Euro kostete der Bau. Die Anlage versorgt 100.000 Haushalte mit Strom und Wärme. Aufwendige Filtertechnik stellt dabei sicher, dass keine giftigen Gase freigesetzt werden. Dies ist einer unserer beiden Öfen. Er verbrennt 35 Tonnen pro Stunde. Und im Inneren ist es 1000 Grad heiß. Wir erzeugen Energie aus Restmüll und können so die Energieerzeugung aus Öl, Kohle und Gas vermeiden. Deshalb ist dies eine grüne Energiequelle. Aber Plastik wird aus Öl hergestellt. Wenn wir Plastik verbrennen, verbrennen wir Öl. Also, was macht das hier so grün? Wir müssen das Müllproblem unserer Gesellschaft lösen. Solange die Stadt Müll produziert, wird man diese Anlagen brauchen. Ich wünschte, wir bräuchten keine Müllverbrennungsanlagen, weil wir kein Plastikproblem hätten. Aber wir haben ein Plastikproblem. Um die Investitionskosten zu erwirtschaften, muss solch eine Anlage jahrzehntelang laufen. So lange wird sie Treibhausgase produzieren.
Europäische Müllöfen stoßen bereits jetzt 52 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Mehr als die gesamten Emissionen des Landes Portugal mit seinen 10 Millionen Einwohnern. Und es werden immer mehr davon gebaut. Auch nach 30 Jahren grüner Punkt ist Plastikmüll kein wertvoller Rohstoff, sondern ein teures Entsorgungsproblem. Je billiger ein Entsorger dieses Problem lösen kann, desto mehr Gewinn macht er. In der Branche gibt es eine goldene Regel: Müll sucht sich immer das billigste Loch. Und es gibt eine Lösung, die offenbar noch billiger ist als Downcycling oder Verbrennung: den Müll in einen Container zu packen und ins Ausland zu schicken. Denn auch exportierter Müll gilt nach deutschem Recht als recycelt. Jahrzehntelang löste China leise und preiswert das Entsorgungsproblem der Industriestaaten. Europa und Nordamerika bezahlten das Land für die Verwertung von Millionen von Tonnen jährlich. Aber schließlich hatte die chinesische Regierung genug. 2018 schloss das Land seine Pforten und von jetzt auf gleich gab es keine Müllimporte mehr. Der Westen musste handeln. Rasch schlossen Entsorger Verträge mit oft dubiosen Abnehmern in anderen asiatischen Ländern. In Malaysia, den Philippinen, Thailand, Kambodscha, Indonesien. Aber nach und nach beschränkten deren Regierungen den Import dahin. Im Jahr 2020 wurde die Türkei zum Hauptimporteur für Europas Müll. Täglich kamen 241 Lkw-Ladungen an. 136.000 Tonnen allein aus Deutschland. In einem System, in dem jeder versucht, seinen Müll so billig wie möglich loszuwerden, gibt es immer wieder schwarze Schafe. Diese Videos wurden uns zugespielt. Sie stammen aus einem türkischen Hafen. Der Zoll hat hier 400 solcher Schiffscontainer Müll aus Deutschland beschlagnahmt, vermutlich illegal importiert. Leider ist dies kein Einzelfall. Und je mehr der legale Export beschränkt wird, desto mehr Müll wird anscheinend geschmuggelt. Der Biologe und Aktivist Sedat Gündoğdu untersucht die Auswirkungen der Abfallimporte auf sein Land. Die Mafia mischt mit im illegalen Müllgeschäft. Seine Aktivitäten haben ihm schon Todesdrohungen eingebracht. Hier ist eine der größten Müllkippen. Hier kann man auch Gleitschirm fliegen. Hier gibt es viel Naturtourismus. Und direkt dahinter ist eine riesige illegale Mülldeponie. Hier ist ein anderer interessanter Ort. Mitten im Stadtzentrum wurde Müll zwischen große Apartmentblocks gekippt. Gündoğdu markiert nicht nur illegale Müllhalden auf der Webseite seiner Organisation, sondern veröffentlicht auch Hinweise auf Brände auf den Deponien. Ein anderes Gebiet liegt an der Straße nach Ceyhan, direkt hinter einer Zementfabrik. Dort brannte es 4 Monate lang ununterbrochen.
Sedat Gündoğdu hat einen neuen Hinweis bekommen. Jetzt fahren wir in ein Dorf namens Kuyumchila. Ein Online-Kontakt, der hier wohnt, hat mir von dieser Stelle erzählt. Er sagte, dass hier immer wieder illegal Abfälle abgeladen werden und dass es immer wieder Brände gibt. Wegen des Rauchs kann er seine Fenster nicht öffnen. Wollen wir irgendwo parken, wo es weniger staubig ist? Der Hinweis war korrekt. Halbverbrannter, giftiger Müll, soweit das Auge reicht. Das könnte aus England oder Irland sein. Es ist von Lidl. Das ist von Aldi. Bitte recyceln. Sehr bizarr. Schaut mal. Deutsch. Gouda-Käse. 48% Fett. Das kommt aus Essen. Plastik. Es gibt tausende von diesen Verpackungen hier und auf allen steht Recycling. Das muss Deutschland peinlich sein. Für uns ist es frustrierend. Unter der schwarzen Asche verbirgt sich Plastikmüll aus ganz Europa. Bis zu 3 Meter tief. Da ist noch viel mehr. Hier ist alles voller Müll. Das hier ist ein Müllparadies oder besser eine Hölle. Die Deutschen zahlen Geld dafür, dass ihre Abfälle sortiert, gesammelt und irgendwie recycelt oder verwertet werden. Das wird behauptet, aber das ist ganz klar nicht der Fall. Das Paradoxe: Je mehr in Recycling investiert wird, desto mehr Kriminelle werden in den Sektor gelockt. In Brüssel sitzt das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. In Ernesto Bianchis Aufgabenbereich fällt der kriminelle Müllhandel, mit dem riesige Summen verdient werden. Illegaler Plastikmüll ist ein sehr lukratives Geschäft und zieht das organisierte Verbrechen an. Es gibt Schätzungen von rund 11 bis 12 Milliarden Dollar weltweit. Und das sind Zahlen, die den illegalen Einnahmen durch Menschenhandel ähnlich sind. Das sind unsere Beobachtungen. Es ist unmöglich, jeden Container jeden Tag an jedem Ort zu checken. Man muss bedenken, dass nicht überall die gleichen Gesetze gelten. Wir reden über die Welt. Es ist also sehr komplex. Wir haben unterschiedliche Methoden bei der Überprüfung, verschiedene Befugnisse, Behörden, die nicht miteinander sprechen, verschiedene Sprachen, verschiedene Verwaltungssysteme. Und das macht die Ermittlungen extrem schwierig. Um besser zu verstehen, wie die millionenschweren illegalen Deals funktionieren, recherchieren wir ab sofort verdeckt. Wir rekrutieren einen Insider aus der Kunststoffindustrie. Für diesen Film spielt der Mann einen Müllmakler namens Kuma und schleust sich in die Netzwerke ein, die internationale Müllgeschäfte abwickeln. Wir gründen eine Scheinfirma und besorgen uns ein Prepaid-Handy. Dann kontaktiert Kuma Müllmakler in der ganzen Welt, um ihnen schmutzigen deutschen Plastikmüll zu verkaufen. Schon bald hat er einen Kontakt, einen Händler aus der Türkei.
Hallo, ist das Hassan? Ich bin sein Assistent. Ich heiße Burak. Hassan sitzt neben mir. Ich heiße Kumar und suche Plastikrecycler. Okay. Ich habe früher Plastikmüll aus Europa nach Asien exportiert. Zurzeit habe ich aber Probleme, ihn nach Malaysia und Indonesien zu schicken. Ja, davon haben wir gehört. Ja, also mein Kunde sucht jetzt nach einem neuen Abnehmer für seinen Plastikmüll. Und ich wollte wissen, ob Sie mir helfen können. Ich habe nämlich noch nie in die Türkei geliefert. Okay, ich verstehe, Kumar. Von welcher Art von Plastik sprechen Sie? Denn wir nehmen HDPE, LDPE, LDPE 98.2, 95, 90, 10, 80, 20, PET. Welche Sorte haben Sie also? Ich habe gemischte Kunststoffabfälle, Verpackungsmüll aus Haushalten. Oh, Mischplastik, Können Sie schmutziges Material ankaufen? Ich bin bereit, einen guten Preis zu zahlen. Also Mischplastik zu importieren ist in der Türkei nicht erlaubt, aber sauberes LDPE wäre völlig in Ordnung. Kumar gelingt es, das Vertrauen des Maklers zu gewinnen, der immer offener redet. Um die Zollkontrollen zu umgehen, rät er, illegales Material im hinteren Teil des Containers zu verstecken, hinter einer Schicht aus hochwertigem Plastik. Wir können Folgendes machen. In der Nähe der Türen der Container müssen Sie sauberes LDPE-Material laden. Bei den Türen? Ja. Und wenn die Behörden eine Kontrolle im Hafen machen, sieht man kein Mischplastik. Man sieht LDPE. Ich verstehe. Hinten im Container ist das Mischplastik und bei den Türen das LDPE. Habe ich recht? Ja, genau. So funktioniert das. Okay, okay. So machen wir das. Kumar reist in die Türkei, um sich mit der Müllmafia zu treffen. Im Vorfeld hat er bereits einen Preis ausgehandelt. 35 Euro pro Tonne sollen die Makler bekommen, damit sie den schmutzigen Plastikmüll annehmen. Das klingt nicht viel, aber bei den tausenden Tonnen, die täglich in der Türkei ankommen, lohnt sich das Geschäft. Doch nur wenige Tage vor seiner Ankunft gerät der Deal ins Wanken. Die türkische Regierung ist dem Beispiel anderer Länder gefolgt und hat ein Verbot für die meisten Plastikimporte verhängt. Sorgfältig bereitet Kumar seine Knopflochkamera für das Treffen vor. Es darf nichts schiefgehen. Die Makler stehen im Verdacht, mit organisierten Verbrechern zusammenzuarbeiten. Hallo, ich bin Kumar. Ich heiße Hassan. Kumar. Burak, hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Gut, danke, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Es gibt in dieser Stadt mehr als 200 Firmen, die in der Recyclingindustrie arbeiten. Und wir arbeiten für viele von ihnen. Wir kaufen zwischen 3.000 und 4.000 Tonnen Material pro Monat. Jeden Monat? Ja, jeden Monat. Sie haben also gute Kontakte zu 200 Abnehmern hier? Natürlich nicht zu allen. 200. Eine Sekunde bitte. Na ja, machen wir so. Also wir arbeiten für einige von Ihnen, auch für große Kunden. Okay. Alles Endabnehmer. Okay, das meiste Material, das ich habe, sieht so aus. So. So. Ist das okay? Also, früher konnten wir das ankaufen, aber jetzt ist das sehr, sehr riskant, das Material. Sehr riskant. Sehr riskant. Wenn der Zoll dieses Zeug findet, wird einem die Einfuhrlizenz entzogen. Aber Sie haben mir gesagt, dass wir es im Container verstecken können, oder? Ja, früher konnten wir das so machen, wie Sie es hier aufgemalt haben. Also so, dass das saubere Material vorne deponiert wird? Ja, ja, wir haben das immer so gemacht. Aber das Problem ist, dass wir vor ein paar Wochen 20 Container bekamen.
Normalerweise kontrolliert der Zoll nicht das gesamte Material. Aber jetzt haben sie bei allen 20 Containern das Material entladen, einzeln kontrolliert und dann wieder eingeladen. Okay, das ist also das Problem. Ja, verstehen Sie? Momentan können wir dieses Material nicht annehmen. Okay, verstanden. Aber wohin wird der Müll gehen, wenn die Türkei nicht mehr ankauft? Vielleicht nach Bulgarien oder so. Okay. Immer mehr Länder versuchen, ihre Grenzen für Plastikmüllimporte dicht zu machen. Und die neue Bundesregierung hat angekündigt, Abfallexporte in Länder außerhalb der EU zu verbieten. Doch die Müllmafia passt sich schnell an neue Gegebenheiten an. Und so hat Kumar bald einen neuen Kontakt. Er macht sich auf den Weg nach Bulgarien. Anders als die Türkei ist Bulgarien EU-Mitglied. Auch innerhalb der EU wird Plastikmüll rege gehandelt. Es gibt zwar strenge Auflagen, aber wird das, was auf dem Papier steht, tatsächlich eingehalten? Wir treffen uns mit einem Makler für Plastikmüll. Hallo, schön, Sie zu treffen. Hallo. Wie geht's? Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Oh, kein Problem. Okay, ich erkläre mal kurz, was wir machen. Wir verwerten Plastikmüll. Wir verkaufen ihn weiter. Das nicht recycelbare Plastik schicken wir an ein Zementwerk, mit dem wir einen Vertrag haben. Der Makler sagt, Kumar soll sich keine Sorgen um die Einfuhrkontrollen machen, da er sich um die Behörden kümmern könne. Bulgarien ist ein sehr korruptes Land. Besonders diese Branche ist sehr heikel. Wenn man in diesem Geschäft arbeiten will, muss man jemanden bezahlen. Man muss den Umweltbeauftragten bezahlen und das mache ich. Man muss das Umweltministerium bestechen? Ja. Wenn man in Ruhe gelassen werden will, gibt man ihnen etwas. Sie sagen einem dann sogar, wann sie das nächste Mal zur Kontrolle vorbeikommen. Oder wenn es irgendwelche Probleme an der Grenze gibt. Das sind die Leute, die ich bezahle. Vermutlich landet ein Teil der deutschen Verpackungsabgaben auch in den Taschen korrupter bulgarischer Beamter. Der Makler will den neuen potenziellen Kunden seine Recyclinganlage zeigen. Wenn man eine Abfallgenehmigung braucht, ist das immer ein langwieriger Prozess. Hier ist die Bürokratie langsam. Aber mit meinen Verbindungen geht das definitiv schneller. Wie ich schon sagte, wenn man die richtigen Leute kennt, kann man den Prozess beschleunigen. Das ist also die Anlage? Ja. Okay, prima. Woher kommen die ganzen Maschinen? Aus China. Ah, das ist alles chinesisch? Ja. Sie sagten, dass alles, was Sie nach dem Sortieren nicht recyceln können, in eine Zementfabrik geht. Ja, wir liefern das Zeug ans Zementwerk. Verstehe. Die kleine alte Recyclinganlage in der Halle sieht so aus, als wäre sie seit langem nicht benutzt worden. Und der menschenleere Hof wirkt eher wie ein Zwischenlager auf dem Weg in den Zementofen als wie ein laufender Recyclingbetrieb. Zum Schluss zeigt uns der Makler ein paar sauber sortierte Ballen aus Großbritannien. Aber selbst dieses Material soll verbrannt werden. Das Zeug hier geht komplett ins Zementwerk. Diese Verpackungen hier können wir nicht recyceln, weil sie mehrschichtig und bedruckt sind. Alles ist mehrschichtig? Ja, wir können diesen Kram nicht recyceln. Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, Mehrschichtverpackungen zu recyceln. Deswegen werden wir für die Entsorgung bezahlt. Ah, Sie werden dafür bezahlt? Ja klar, das stellen wir alles in Rechnung. Komisch. Das hier sind alles Katzenfutterverpackungen, oder? Irgendwas stimmt nicht mit diesen Ballen, die alle nach Produkten sortiert sind. Katzenfutter, Brotbeutel, Chipstüten. Kein Recycler der Welt würde Müll nach Marken sortieren.
4 Uhr am nächsten Morgen. Wir fahren heimlich zurück zu dem Gelände. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich links. Jeder der etwa 30 Ballen enthält nur eine Sorte Verpackungen. Alles Material, das als schwierig zu recyceln gilt. Der Recycler. Dann finden wir ein Etikett. Die Ballen stammen von einer Firma namens TerraCycle. Auf einem der Ballen steht der Name einer Frau aus England, Alison Harding. Wir wollen wissen, was hinter TerraCycle steckt. Ideen haben, Ideen verfolgen und andere dafür begeistern. Müll hat ihn sogar zum Millionär gemacht. Aus leeren Kulis macht er Mülltonnen, aus Saftpäckchen Taschen und aus Chipstüten Drachen. Tom Saki ist CEO von TerraCycle. Er hat eine neue Lösung für all unseren Müll. Die Plastikkrise bedroht das Geschäftsmodell großer Konzerne. Das hat das US-amerikanische Start-up TerraCycle erkannt und behauptet, eine Lösung für das Problem zu haben. Wir haben entdeckt, dass jede Art von Müll recycelt werden kann. Chipstüten können zu diesem Granulat eingeschmolzen werden und daraus kann man so etwas machen, eine Hundefutterschüssel. Unser Ziel ist, Müll abzuschaffen, Dinge, die noch nie getan wurden. Der Geschäftsführer von TerraCycle, Tom Saki, hat lukrative Verträge mit großen internationalen Unternehmen abgeschlossen. Darunter auch deutsche Firmen wie Henkel oder Schwarzkopf. Die Firmen zahlen dafür, dass die Abfälle ihrer Produkte von TerraCycle verwertet werden. So können sie damit werben, dass ihre Verpackungen recycelbar sind. Wir können dank Garnier jetzt Kosmetikmüll recyceln. Garnier ist Partner von TerraCycle. In mittlerweile 21 Ländern ist TerraCycle aktiv, sogar in Deutschland. Bei dem Gespräch mit einem deutschen Investor geht es um Kugelschreiber-Recycling. Die Stifte von BIC werden von TerraCycle zurückgeholt und dann werden auch eben diese Stifte stofflich verwertet. Anmelden können sich alle Vereine und Einrichtungen wie die Kindertagespflegestelle Kleckerschmecker in Düren-Ost. Es ist für jeden die Möglichkeit, in kleinem oder großem Rahmen mitzumachen. 800.000 Stifte sind bisher schon zusammengekommen. 1 Million sollen es noch werden. Willkommen im Zahnpflege-Sammelprogramm. Pack die gesammelten Zahnpflegeprodukte in einen benutzten Karton, logge dich bei TerraCycle ein und fordere eine kostenfreie Versandmarke an. TerraCycles Ausgaben sind gering. Das System beruht auf Tausenden von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die private Sammelstellen einrichten. Sie sortieren und bündeln den Müll, bevor sie ihn zu TerraCycle schicken. Ich bin die Recycling-Lady von Shaftesbury. Oder mein Haus ist der Recyclinghof von Shaftesbury. Alison Hardings Name stand auf einem der Ballen in Bulgarien. Sie ist eine der TerraCycle-Freiwilligen. In ihrem Hof sammelt sie die Verpackungsabfälle, die ihre Nachbarn ihr gesäubert und sortiert vorbeibringen. Das sind Chipstüten. Es quillt über. Das hier ist für Körperhygiene. Hier sind Süßwaren, Tiernahrung, Brottüten, Reinigungsmittel. Ja.
Ich mache das alles freiwillig in meiner Freizeit, weil all das unsere Zukunft sichert. Wenn das an TerraCycle geht, machen die die ganze Magie. Die nehmen die Tüte, schmelzen sie ein, zerkleinern sie und machen dann ein Produkt daraus. Sei es eine Seifenschale oder eine Gießkanne. Allison, einer der Gründe, warum wir heute mit dir sprechen wollten, ist, dass wir etwas haben, was dir gehört. Wir haben dieses Material gefunden und ich möchte wissen, ob du es wiedererkennst. Mal sehen. Das sind alles Chipstüten. Sowas sammle ich normalerweise für TerraCycle. Das ist tatsächlich Material, das du gesammelt hast. Ich habe all das gesammelt? Da stand dein Name drauf. Echt? Wir haben ein Paket gefunden, das du verschickt hast. Und ich muss leider sagen, dass wir es in Bulgarien gefunden haben. Nein. Ja. Nein, das kann nicht sein. Das alles sollte in Großbritannien recycelt werden. Das kann ich nicht glauben. Ich opfere meine Zeit. Ich bin sicher, alle werden erschüttert sein hier in Shaftesbury. Alle, die sammeln, weil sie sich fragen werden, warum mache ich das? Ich mache es, um die Zukunft zu sichern. Es ist echt seltsam, das wieder auf meinem Esstisch zu haben. Und da sind mein Name und meine Adresse. Das ist eine meiner Schachteln. Chips. Ja, schau. Das ist meine Handschrift. Chips. 5,25 Kilo in der Box. Ich kann nicht glauben, dass eine Firma sowas tun würde. Ich frage mich, warum? Sie halten nicht ihr Wort. Ich würde gerne wissen, was deren Chef dazu sagt. Mir fehlen die Worte. Hey, folks. Hey. Hi. There you are. Wie geht's? Gut. Soll ich das unterschreiben? Okay. Wir arbeiten mit fast jeder großen Konsumgütermarke zusammen, von Nestle bis P&G, Unilever, Kraft Heinz und hunderte andere. Wir haben 40.000 Kunden. Fast jede große Marke arbeitet mit uns zusammen. 40.000? Ja. Ich habe ein paar Bilder für Sie. Ja. Erkennen Sie das Material auf diesen Bildern? Das sieht aus wie Tierfuttertüten. Sieht es aus wie TerraCycle-Material? Das könnte sein, aber es könnte auch was anderes sein. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist tatsächlich TerraCycle-Material aus Großbritannien. Wir fanden 30 Ballen in Bulgarien, wo sie in einer Zementfabrik verbrannt werden sollten. Okay, aber woher wissen Sie, dass das TerraCycle-Material ist? Weil da überall Etiketten drauf waren. Also, ich weiß nicht. Ich müsste nachsehen. Ich habe keine Ahnung, was das für Fotos sind, verstehen Sie? Ja, natürlich. Aber was denken Sie, würden die Freiwilligen sagen, wenn sie das sehen? Sie überrumpeln mich und zeigen mir irgendwelche Fotos. Sie behaupten, dass alles, was Sie sagen, wahr ist. Was soll das? Was ist die Frage? Sie denken nicht, dass all das irgendwie irreführend ist? Ich weiß nicht, was das für Bilder sind. Und Sie deuten immer wieder etwas an. Können Sie bitte aufhören zu filmen? Sind die Kameras aus? Tom Saki sagt, er werde der Sache nachgehen und sich wieder bei uns melden. Aber wir sind nicht die Einzigen, die Fragen zu TerraCycles Geschäftsmodell haben.
John Dell hat in den vergangenen Jahren beobachtet, wie TerraCycle in den USA zum Posterboy für Recyclinglösungen der größten Lebensmittelkonzerne wurde. Ich ging einkaufen und plötzlich tauchte dieses Symbol auf vielen Artikeln auf. Schau dir das an. 265 Wasserballons, alles Plastikteile. Und das Etikett sagt, dass das zu 100% durch TerraCycle recycelt werden kann. Und dann habe ich dies auf immer mehr Produkten gefunden. Das ist Kategorie 7. Daraus kann man gar nichts machen. Aber hier, ich kann es mit TerraCycle recyceln. Und ich dachte, was ist das für eine Zauberfirma? Diese Chipstüte durch TerraCycle recycelbar. Und ich denke, wow, haben die ein neues Material erfunden? Das ist eine wirklich irreführende Werbung. Das lässt sich nicht recyceln, weil es zu viele schlechte Plastiksorten enthält. Wissen Sie, jemand kann das sicherlich verbessern und etwas erfinden, wie man einen Papierzellulosebeutel herstellt, der tatsächlich recycelt werden kann. Aber niemand wird dafür Geld ausgeben, wenn wir nicht sagen, nein, das ist nicht recycelbar. John Dell machte die Probe aufs Exempel. Sie wollte sich als Freiwillige für ein TerraCycle-Programm für Chipstüten anmelden. Doch anstatt sammeln zu können, wurde sie nur auf eine Warteliste gesetzt. Und danach passierte nichts mehr. Sie recherchierte weiter und fand heraus, dass es vielen Sammelwilligen so ging. Als ich herausfand, dass die Teilnahme beschränkt ist, machte auf einmal alles Sinn. Sie bezahlen nur für einen kleinen Teil, der zurückgeschickt werden kann. Sie sind nicht wirklich bereit, für alles zu bezahlen. Und auf diese Weise können die Unternehmen sagen, dass alle ihre Verpackungen, selbst die mit dem schlechten Plastik, recycelbar sind. Und sie kommen günstig dabei weg. Wenn sie diese Verpackung tatsächlich neu gestalten müssten, würde das Hunderte von Millionen Dollar kosten. Und ich dachte, warte mal, das kann nicht legal sein. John Dell steigt in den Ring. Sie verklagt TerraCycle und 8 große Partnerfirmen. Die Klage ist wirklich ein Wendepunkt. Ich hoffe, es ist ein Weckruf für Hersteller. Die Klage endet im November 2021 mit einem Vergleich. TerraCycle muss seine Etiketten in den USA ändern und umfassende, unabhängige Kontrollen zulassen. Inzwischen stornieren die ersten von TerraCycles Geschäftspartnern ihre Verträge. Bezüglich der Plastikabfälle in Bulgarien teilt TerraCycle mit, dass es sich bei den Ballen um einen einmaligen Fehler eines Subunternehmers handelte. Die Firma sagt, dass sie das Material aus Bulgarien inzwischen abgeholt und in Großbritannien recycelt hat. Der Fall TerraCycle zeigt, wie wichtig es für Konzerne ist, ein grünes Image zu haben. Alle wollen Teil der Kreislaufwirtschaft sein. Aber die Phrasen der Marketingabteilungen klingen in den ärmsten Ländern der Welt noch hohler als im reichen Westen. Denn hier gibt es kein TerraCycle, keinen grünen Punkt und oft noch nicht einmal eine geregelte Müllabfuhr. Aber ungelöste Entsorgungsprobleme scheinen Konzernen wie Nestle, Unilever oder Henkel keine Sorgen zu bereiten. Wie überall auf der Welt stecken sie auch hier ihre Produkte in unrecycelbare Einwegverpackungen. Entwicklungsländer wie Indonesien sind die weltweit größten Wachstumsmärkte. Und im Kampf um Marktanteile verliert die Umwelt. Fast alles, was hier verkauft wird, ist in Einwegverpackungen verpackt. Hier zum Beispiel Tee, Waschmittel, Gesichtscreme.
Viele Indonesier werden oft tageweise bezahlt. Sie können es sich nicht leisten, Dinge in großen Mengen zu kaufen. Stattdessen kaufen sie Dinge in kleinen Mengen, in kleinen Päckchen. Diese Plastiktütchen lassen sich selbst in den besten Recycling-Systemen kaum wiederverwerten. Hier werden sie meist unter freiem Himmel verbrannt. Diese Sachen verschmutzen unsere Umwelt. Den Konzernen ist es egal, ob der Müll auf einer Müllkippe, im Fluss oder im Meer landet. Toxine und Schwermetalle werden freigesetzt. Und selbst wenn der Müll gesammelt wird, wird der größte Teil davon auf riesige, stinkende Müllhalden gekippt. Auf diese Deponie kommen täglich weitere 150 bis 250 Tonnen Müll. Wie lange wird der Müll noch hier aufgehäuft? Jedem Einzelnen von uns ist es verboten, die Umwelt zu verschmutzen. Wir müssen die Natur schützen. Wie kann es dann sein, dass diese globalen Konzerne so verantwortungslos mit ihrem Müll umgehen? Wir können nicht zulassen, dass die hier gut verdienen, ohne sich um ihren Müll zu kümmern. Das regt mich auf. Doch die Verpackungsindustrie will die boomenden Märkte Asiens nicht aufgeben. Daher betonen die Unternehmen immer wieder, dass diese Länder nur ein ordentliches Recycling-System nach westlichem Vorbild bräuchten. Vor kurzem haben sich die größten Kunststoffhersteller der Welt, wie Dow Chemical, Exxon und BASF, zusammengetan und versprochen, ein solches System zu errichten. Und zwar auf eigene Kosten. Die Organisation wurde großspurig Allianz gegen Plastikmüll genannt. 2019 fand die Gründung statt. Fast 30 Unternehmen bilden derzeit die Allianz und deren Zahl nimmt zu. Sie sind weltweit aktiv in der Kunststoff-Wertschöpfungskette. Die Suche nach Lösungen bringt uns hier zusammen. Neben mir sind einige führende Köpfe. David Taylor, Vorstand und Geschäftsführer von Procter & Gamble. Bob Patel. Bob ist Geschäftsführer von Lionel Bassell Industries, eines der weltweit größten plastikproduzierenden Unternehmen. Die Versprechen der Allianz klingen vertraut. Mit Geld und gutem Willen ist die Kreislaufwirtschaft machbar. Wir sind bereit, über 1,5 Milliarden Dollar zu investieren, um Projekte zu finanzieren und um Lösungen zu finden. Wir müssen einen Wertstrom schaffen, der Einnahmen generiert, um ein Kreislaufsystem zu etablieren. Diese Allianz will das unbedingt umsetzen. Der Journalist Joe Brock hat sich bei seinen Recherchen über die Öl- und Plastikindustrie auch die Aktivitäten der Allianz genauer angeschaut. Es gab einen schicken, teuren Kampagnenstart und viele teure Versprechen. 1,5 Milliarden Dollar Investitionen in 5 Jahren. Millionen Tonnen Plastikmüll sollten gesammelt werden an mehr als 100 Orten. Das sind massive Versprechen einer Gruppe riesiger Unternehmen mit wirklich gewaltiger Finanzkraft. Was unsere Untersuchung klar ergab, es gibt eine Kluft zwischen dem, was sie versprochen haben, und dem, was sie taten. Die Projekte, über die sie sprechen, sind kleine lokale Initiativen. Plastik auf den Philippinen zu Brettern recyceln. Müllsammelprojekte, die 0,001% des Problems lösen. Das im Vergleich zu den Versprechen der weltgrößten Unternehmen, diese Krise zu beenden. Sie wollten die am stärksten belasteten Flüsse der Welt von Plastik befreien, angefangen beim Ganges.
Das war das Leuchtturmprojekt der Allianz. Aber wir hörten, dass es nicht gut lief. Als wir dort waren, konnten wir nicht glauben, was wir sahen. Wir fanden eine rostige Schubkarre und kaputte Müllrechen vor einer verschlossenen Tür. Von den Projektleitern erfuhren wir, dass sie arbeitslos waren. Sie wurden einfach vergessen und das Projekt wurde aufgegeben. Die Unternehmen, die der Allianz angehören, haben zusammen einen Umsatz von 2 Billionen US-Dollar. Niklas Kolesch ist der Vizepräsident der Allianz. Er erklärt sich zu einem Interview bereit. Für das Gespräch begleitet ihn seine PR-Beraterin. Ist es noch Ihr Ziel, Millionen Tonnen an Plastikmüll innerhalb Ihrer ersten 5 Jahre zu beseitigen, oder haben Sie das aufgegeben? Nein, mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll zu beseitigen über einen längeren Zeitraum ist absolut ein Ziel. Ob das 5 Jahre dauert oder etwas länger, muss man sehen. Und es geht nicht nur um Plastikmüll, der aus der Umwelt entfernt wird, sondern auch darum, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Sie haben Ihre Vorzeigeprojekte erwähnt. Eines wurde von Journalisten am Ganges in Indien untersucht. Und Sie fanden... Entschuldigung, Tom? Ja? Ich glaube nicht, dass wir darauf eingehen wollen. Sie wollen also nicht über das aufgegebene Projekt sprechen? Wenn wir bald eine Kreislaufwirtschaft haben, warum sagen Öl- und Gasunternehmen, ihre Mitglieder, dass sich die Plastikproduktion in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln wird? Das scheint nicht damit vereinbar, dass sich Kunststoffe im Kreislauf bewegen. Sorry, ich grätsche hier rein. Ich glaube, wir waren uns einig, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass das hier kein Pro- und Contra-Plastik-Gespräch wird. Es tut mir leid, aber es ist eine zulässige Frage. Sie konzentrieren sich darauf, eine Kreislaufwirtschaft zu erschaffen. Und die meisten ihrer Mitglieder sagen gleichzeitig, dass sie immer mehr Plastik produzieren werden. Das ist völlig unvereinbar. Und ich bin gespannt, wie Sie das hinkriegen wollen. Also die Produktion von Kunststoff hat im Laufe der Jahrzehnte zugenommen, was das weltweite Wirtschaftswachstum und den zunehmenden Wohlstand der Gesellschaft widerspiegelt. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Pro-Kopf-Plastikverbrauch und dem Entwicklungsstatus. Wir streben an, die Qualität von Recycling zu erhöhen, damit Plastik weiterhin zu unserem Leben dazugehört. Seit Jahrzehnten erzählt die Industrie die immer gleiche Lüge. Recycling wird das Plastikmüllproblem lösen. Man muss nur genügend Geld in das richtige System investieren. Als Menschheit werden wir niemals Plastikverschmutzung, Plastikmüll und Plastikverbrennung beenden, bis wir alle zugeben, dass wir uns aus diesem Problem nicht herausrecyceln können. Die Richtung, die wir verfolgen müssen, ist Abfallvermeidung. Es ist doch klar für jeden, ja, dass es so nicht weitergehen kann. Und wenn es so nicht weitergehen kann, dann braucht es politische Eingriffe, die vielleicht einigen wehtun werden. Aber wir können nicht, um einigen nicht weh zu tun, die ganze Menschheit aufs Spiel setzen. Recycling ist eine unglaublich verführerische Idee. Für alle. Für die Industrie ist es die perfekte Lösung, um immer mehr Einwegplastik herzustellen. Und für die Verbraucher. Für uns. Wir fühlen uns dadurch gut. Wir schmeißen das Plastik in einen Eimer und jemand sagt uns, dass Technologie unsere Probleme lösen wird. Mach einfach weiter. Es muss sich nichts ändern. Aber um welchen Preis? Die Geschichte vom recycelbaren Plastik ist ein schönes Märchen, das wir gerne hören. In Wahrheit kommen wir nicht umhin, uns täglich zu fragen, wie viel Plastik wir wirklich brauchen. Nur so ließe sich das Problem wirklich lösen.